Hallo Leute, Idee für diese Folge ist, dass wir ja zurückfliegen wollen. Wir hatten ja schon eine Forschungsprobe eingepackt, eine große. Die soll rüber nach Silvia und dann würde ich noch sagen, gucken wir, dass wir Wolfram mitnehmen, was ja auch auf diesem Planeten hier zu finden ist. Das müssen wir dann gucken, dass wir da genug haben und dann packen wir das alle ein und dann geht's los. Dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's weiter. So, dann gucken wir doch mal. Escape war falsch. Q wollen wir machen. Wir hatten jetzt hier Kohlenstoff drinne, Zinkblende. Kriegen wir auch auf Sylvia. Forschungsprobe haben wir hier schon mal eine. Das ist unsere Erde. Warte mal, die kann auch drin sein. Wir können ja den Kanister hier voll haben, ruhig. Aber das würde ich jetzt nicht mitnehmen wollen und das würde ich auch nicht mitnehmen wollen, weil das können wir auf Silvia auch so suchen. Boost-Anpassung, das ist alles gut. Forschungsprobe soll mit. Der Rest passt. Jetzt müssen wir nur gucken. In unser Fahrzeug muss natürlich das hier rein. Wolfram, okay, das haben wir ja schon umgemacht. Graphit würde ich jetzt auch noch mitnehmen wollen. Da ist nochmal Wolfram. Die Seite ist dann voll. Aluminium. Ja, also definitiv keine Biomasse. Warte, die kann auch hier hin. Da ist noch eine Forschungsprobe, die geht auch noch mit, kann aber auch in den Rucksack. Ist da noch was? Durchwurzelsamen. Verschwindet wieder, wenn nicht eingepflanzt. Ich pack das mal mit ein. Da ist noch mal Wolfram, den nehmen wir dann auch mit. Da liegt jetzt noch was rum. Kohlenstoff. Ach so, das müsste jetzt auf den Container. Das ist das. Ja. Was ist denn noch auf dem Anhänger drauf? Nix, ne? Ne, da ist nix. Und Kohlenstoff können wir gerade mal hier hinpacken. Was ist da noch drunter? Glas. Glas, okay. Harz kann auch hier bleiben. Ammonium finden wir da definitiv auch woanders. Lass es so erstmal sein. Ja, das müssen wir wohl daneben legen. Das Aluminium können wir auch erstmal hier lassen. Graphit, ja, lass Graphit drauf. Das ist, glaube ich, auch beim anderen Planeten nicht gerade um die Ecke zu finden. Das bedeutet, jetzt müssten wir Wolfram mit haben. Haben wir das Teil da hinten schon aufgemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber warte mal, hier sind noch solche Sachen, die wir auch noch machen müssen. Scannen. Kann man das schon aus der Ferne scannen? Ja. Gewonnene Bytes 29. Ich glaube, da müssen wir 6 Stück von haben, oder was stand da gerade? Was ist denn das hier unten? Irgendwo haben wir hier einen Tunnel gebaut, da vorne. Dann lass uns mal gerade darunter gehen und gucken. Hier ist Biomasse, die brauche ich nicht. Hier kannte man durch. Region Krater. Ist da noch was Besonderes zu mitnehmen? Ach, das sind Forschungsproben, ne? Okay. Ja, drauf. Hier rein. Und die geht jetzt schon nicht mehr, okay. Das heißt laufen, laufen, laufen. Dass wir wieder Sauerstoff kriegen. Und dann oben ans Dingens machen. Ans Lager. Die nehme ich noch mit. Rucksack ist jetzt voll, ne? Ja, Wolfram mit, gute Frage, ne? Aber ja, ich glaube, wir müssen zu Fuß gehen. Mit dem Auto geht es jetzt hier schlecht, oder? Da haben wir, glaube ich, nicht so. Stopp, aber wenn wir da runter gehen, bringt das nichts, wenn der Rucksack voll ist, ne? Vielleicht sollten wir doch mit dem Auto fahren.
Aber das nächste, auf jeden Fall erstmal den Rucksack hier entsprechend was rausbauen, raussetzen. So, das Ding ist schon mal passend. Jetzt müssen wir noch drei Sachen haben. Ist nur die Frage, wo findest du hier was? Ich glaube, das Wolfram mit war schon da unten, ne? Oder? Das war doch das grüne Zeug, ne? Und das war gleich schon, wenn wir unten sind. Da holen wir jetzt noch drei von. Passt schon, glaube ich. Oh, das tat weh, shit. Das hätten wir uns sparen können, ne? Den Fall. So, hier ist es doch, naja. Aber wieso hat er das jetzt hier nicht genommen? Da hinten hat er irgendwas abgebaut. Oh, wir haben auch irgendwas gerade zerstört, unseren Abgang, ne? Ah, super, hat ja gut geklappt. Okay, da sind wir nämlich runtergegangen, da liegen nämlich unsere Verbindungen. Ah. So, jetzt passt es aber wieder. Zwei haben wir, einer geht, glaube ich, noch, ne, oder? So, das war's. Gut, weiter geht's wieder hoch. Hier sind wir falsch abgebogen, weil dahin geht's hoch. So. Hier gerade etwas langsamer, weil zu steil, aber ist halt erstmal so. Gut, auf nach oben und nach Silvia zurückgeflogen, um da weiterzumachen. Ja, hier müssen wir unbedingt gucken, dass wir das ordentlich machen, weil so funktioniert das schlecht. So, jetzt muss ich das ganze Regal anpacken und mitnehmen und da runterbringen. So. Stellen wir gerade dahin, dann können wir schneller laufen. So, das Ding hier raus. Ne, drinnen lassen. Das Ganze da rein. Dann in die Rakete gestiegen und dann in den Orbit schießen zu anderen Planeten schießen. V. Dann geht die Reise zurück nach Silvia. Reise nach Silvia, passt. Okay, unsere Homebase ist da. Da. Ich bin jetzt aber, kann jetzt aber noch landen, ne, oder? Ich würde jetzt gerne mal einmal schauen, dass ich unsere Basis wieder sehe. Die war doch da gerade noch, ne? Wo ist er? Da kommt sie, oder? Landeplatz, Heimatbasis, geht nur so, okay. Aber es geht noch, obwohl da schon Null stand, ne? Das wäre auch der Hammer gewesen. Okay, wir sind an der richtigen Stelle gelandet. Verlassen, ist klar.
und entladen. Hier das Ganze hin. Und da hinten hin. Einmal bitte darüber laufen. Und dann pack das da rein, das da rein, Wolfram, stück mal gerade erstmal hier drauf. Aber geht gar nicht so, okay. Dann lass das gerade erst da und den auspacken. Und dann können wir den hoffentlich darüber packen. Ja, dann geht er da auch von selber rein, glaube. Das sieht erstmal gut aus. Und das Lager gehen wir mal hier rüber bringen, weil... Ach, hier haben wir schon so viel Wolfram. Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Das dahin. Das dahin. Dahin. Aber da hinten ist noch irgendwo einer frei. Ist wohl nicht. Ah, nee, das ist ja der, den wir gerade leer geräumt haben. Da ist noch Platz. So, das bedeutet den wieder in die Rakete. Passt. So, dann haben wir das erstmal alles abgeliefert. Ist das, nee, das ist keine Forschungsprobe. Sieht erstmal gut aus. Und, was haben wir denn hier noch auf dem Display stehen? Die Solo-Gehäuse. Ah, da brauchen wir noch ein paar. Kalidor-Gehäuse brauchen wir auch noch ein paar. Platziere Landeplattform auf anderen Planeten. Ah, wieso haben wir da noch keine Landeplattform? Ach, die müssen wir da noch bauen. Gut, aber ist nicht schlimm. Wir haben jetzt erstmal Rohstoffe hierher gebracht. Unsere Raketentriebwerke dürfte jetzt leer sein, gehe ich fast von aus. Das stand da ja eben schon. Wenn wir da nochmal reingucken, sehen wir das ja. Kraftstoff 0, Starts 0. Das bedeutet, das funktioniert erstmal nicht. Triebwerk liegt noch da drunter. Das sind alles Triebwerke. Okay. Wo sind die anderen Triebwerke? Ich hatte schon ein paar da liegen sehen. So, das ist auch Müll. Und da müssen wir ein neues bauen. Liegt hier noch eins? Nee, ne? Ne, sehe gerade keins. Was ist hier am kleinen Drucker dran? Ne? Feststoffschubdüse, Aluminium und Ammonium. Aluminium und Ammonium. Aluminium ist da. Und Ammonium. Ah, das war auf jeden Fall auf einem anderen Planeten. Ne? Hat gut geklappt, oder? Oder ist es das? Ne, aber da ist noch einer. Gut, Ammonium kriegen wir jetzt hier. Und er druckt schon. Wunderbar. Dann kriegen wir unsere Feststoffdüse auch sofort fertig. Sollte also kein Problem sein, ne? Oder? Was ist hier noch am liegen? Mittleres Solarmodul. Wieso liegt das hier so rum und ist nicht ausgepackt und angeschlossen? Das macht doch Strom, oder? Wo kann ich das denn am idealsten hinstellen? Das macht jetzt komische Geräusche, ich weiß aber nicht warum. Hier ist der Drucker. Ne, den wollte ich nicht anheben. Er hat ja wieder gut geklappt, jetzt hat er doch hat noch Strom. Das braucht einen Sockel tatsächlich, okay. Das muss irgendwo drauf gebaut werden. Irgendwo ist doch bestimmt was. Ja, müssen wir bauen. Geht nicht anders. Muss eine Plattform irgendwo her.
Gut, aber da würde ich sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.